Da sind die Prophezeiungen also wahr. Wo? Ich sehe nichts. Er muss fortgelaufen sein. Dies ist ein sehr schlechtes Omen. Nun gut. Hofft aber ewig. Ja. Da kann etwas nicht stimmen. Leg mir nochmal die Tarotkarten. Dein Schicksal kann man nicht falsch verstehen, Guybrush. Die Karten lügen nicht. Aber wenn du unbedingt darauf bestehst. Tja, und wieder einmal, es ist der Tod. Wirst du noch sehen. Ich verrate nichts. Und sie guckt natürlich zufällig gerade weg. Ich fühle mich, als hätte ich jetzt mehr Glück. Leg mir nochmal die Tarotkarte. Mit Glück hat das hier nichts zu tun, Guybrush. Es ist dein Schicksal. Wie auch immer, lass sehen, was die Karten diesmal sagen. Die Karte bedeutet Tod. Bist du sicher, dass du nicht vom Boden des Kartenstapels gibst? Erinnerst du dich an den Fluch, von dem ich dir erzählt habe? Okay, okay. Und klauen nochmal die Karten. Die und sie guckt natürlich mal wieder zufällig weg. Reiner Zufall. Gib's mir. Tod. Wie viele von diesen Karten hast du eigentlich? Und sie holt immer wieder weg. Wie wär's damit, mir nochmal die Tarotkarten zu legen? Dies ist das Werk des Bösen, Guybrush. Das Schicksal hat sich gegen dich verschworen. Und kein Mensch kann dagegen etwas unternehmen. Dein Weg ist vorherbestimmt. Okay, ich hab verstanden, was du meinst. Wirklich. Nur noch einmal für Guybrush. Lass mich raten. Tod. Verlasse diesen Ort. Hä? Du bringst uns alle in Lebensgefahr. Deine Gegenwart wird uns nichts als Krankheit, Verderben und Tod bringen. Oh ja? Nun... Dämon! Dämon! Nun gut, die klauen wir uns doch mal. Und sie guckt mal wieder weg. Ist ja klar. Und wir öffnen einfach mal die Tür. Und klauen uns doch mal den Big Whoop Kühlschrankmagnet. Ach ja. So, mit Meißel schaben wir ein bisschen Käse ab. Das steckt er einfach mal ein. Ja, bei in Geifers Taschen passt ja alles rein. Hat er ja schon im zweiten Teil erzählt. Und wir klauen uns einfach mal ein Kissen. Und das leere Glas nehmen wir auch mit. Nein, nein, fass das nicht an. Oh, mein Kopf. Dann eben nicht. Das kann man erst, wenn der gesund ist. Also gar nicht. Weil er nie richtig gesund wird. Naja, weil er ziemlich krank im Kopf ist. Geh schneller, na also. Und geh mal nach da hinten. Genau, Geilkrasch. Habe ich schon mal erwähnt, dass Guybrush extrem langsam ist? Der wurde wohl von der Macht langsam getroffen. Und wir klauen uns etwas Pfeffer. Das könnte doch sein. Und wir gehen wieder zurück. Thank you.
Und wir gehen mal wieder zum Strand. Und Guybrush ist extrem langsam. Da war ja etwas, was wir noch holen müssen. Ganz genau. Für was? Das werden wir noch sehen. Medizin. Das werden wir noch sehen, wie ich bereits sagte. Wir legen erstmal ein bisschen Kissen auf den Felsen. Ja, tun wir das. Das ist ja schön. Und dann schlagen wir doch mal mit dem Hammer voll gegen den Gummibaum. Und sacken beides ein. Und Guybrush ist mal wieder ewig lahm. Was hat sich der Entwickler dabei nur gedacht? Wie er der Hyperlicht gefunden. Also wer zum Hyperlicht gefunden. Ich frage mich, ob er im vierten Teil am wenigsten schnell geht. Ja, schön. Wenn wir den vierten denn spielen werden. Ja, irgendwann. Ja, irgendwann werden wir ihn bestimmt spielen. Aber vielleicht kennen wir davor schon den fünften. Ja, wenn wir den bis dahin haben. Ja. Und sich mal gucken, wo es den gibt. So, wir haben ein Büchlein. Ja. Und jetzt? Speichern? Vielleicht eigentlich mal. Wir untersuchen mal den Baum. Das ist der Barmann. Ja. Und du brauchst nicht unbedingt einen Kamm, aber fest steht. Das ist der Barmann. Und ach egal. Hi, ich bin Guybrush Threepwood und ich hör auf zu brüllen. Ich habe nicht gebrüllt, ich habe nur ich habe einen schrecklichen Kater. Bring mir etwas, wovon ich einen klaren Kopf bekomme und ich werde mit dir sprechen. Und sei leise. Wir klauen uns erstmal ein paar Broschüren. Die wir wahrscheinlich niemals brauchen werden. Nimm die Gewürzgurken noch. Na, die schlagen mir sofort auf die Linie. Ach. Jetzt übertreibst du aber. War jedenfalls noch irgendwo ein Kochbuch. Erinnere ich mich. Ja, und das Rezeptbuch doch. Ja, wo ist. Ach, genau. Gib das Ei an den. Ich habe dieses Ei fürs Antikatermittel gefunden. Danke. Ja. Hier ist eine wilde Pfefferschote fürs Antikatermittel. Danke. Und natürlich. Hier ist etwas Haar von dem Hund, der mich gebissen hat. Danke. Alle Zutaten, die ich benötige. Lass mich leise eine Ladung mischen. Viel besser. Hier, den Rest kannst du behalten. Und ich möchte einen Drink, bitte. Sicher. Was hätten Sie gerne? Geben Sie mir einen großen, fruchtigen Drink mit einem Schirm drin. Gute Wahl. Es ist der köstliche Geschmack der Inseln. Hergestellt aus Zitronen, Grapefruit und Hackfleisch. Ey, kriege ich nicht einen dieser dekorativen Schirme für meinen tropischen Drink? Ich glaube, wir haben keine. Nein, ich habe mich vertan. Ich habe diesen hier. Hm?
Und wir speichern sicherheitshalber mal ab. Das war gut. Und benutzen wir doch mal den Meißel mit das dem hat sie geöffnet. Zeug und das Ruby frei packen wir doch jetzt mal einfach da rein. Das macht den Drink umso ansprechender. Jetzt wird's toll. Mir fällt gerade ein, dass das Vermischen von Medizin und Alkohol eine wirklich dumme und vermutlich tödliche Angelegenheit ist. Wäre ich eine reale Person anstelle einer lieblichen Zeichentrickfigur mit dem Potenzial für einige weitere Fortsetzungen, würde ich nicht mal dran denken. Go! Das ist komisch. Es müsste eigentlich schläfrig machen. Ich fühle mich kein bisschen schläfrig. Genau genommen. Sagte also der Leichenbestatter? Ich wollte ein Sargträger werden, aber ich bekam Asthma von der feuchten Erde. Du bringst mich zum Platzen, Bart. Also was ist mit dem neuen Kerl? Oh, er ist jetzt schon eine Stunde so. Der ist hin. Der wird wieder zu sich kommen. Ich weiß nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass er tot ist. Ich schätze, das ist dann das Ende des Spiels. Was ist jetzt? Wo er die Hauptperson des Spiels ist und so. Komisch. Ich dachte, man kann in Adventures von LucasArts gar nicht sterben. Vielleicht probieren die jetzt was Neues. Soll ich mich um ihn kümmern? Würdest du das? Es ist schlecht fürs Geschäft, wenn er so da liegt. Ruhe in Frieden und all das. Ende. Ja. Du hast 0 von 800 Punkten erreicht. The Curse of Monkey Island Trademark. Copyright 1997 LucasArts Entertainment Company. Und das war's dann vom Spiel, würde ich sagen. Ah, hör auf damit. Oder auch nicht. Ach, schade. Das wäre doch schön gewesen. Ja, und da Guybrush ja jetzt begraben ist, können wir nichts mehr machen, ne? Wir sind also festgesteckt, wir können nicht mehr weitermachen. Aber wir öffnen einfach mal mit dem Meißel den Sarg. Und nehmen die Nägel. Hoch? Wo kommt dieses verräterische Hämmern her? Es kommt aus einem der Särge. Von den Toten. Von den Toten, die mich umgeben. Ein toller Mann. Ja, aber mehr sagen wir nicht. Sie müssen mein schreckliches Geheimnis kennen. Sie werden mich nie ruhen lassen, bis ich für das Unrecht, das ich begangen habe, bezahlt habe. Ein Moment mal, ich habe gar kein schreckliches Geheimnis. Und wir klauen einfach mal den Sargnagel. Und den auch. Und den auch. Ja, den natürlich auch. Und den. Und nicht zu vergessen, den da. Und dann würde ich sagen, wir speichern, da wir knapp nochmal dem Tod entkommen sind. Beim nächsten Mal sterben wir dann sicher echt. Und mit dem Meißel schlagen wir einfach mal den Sarg auf. Guybrush, der Grabräuber. Dass ich aus der Sache raus bin. Obwohl es ein geräumiges, komfortables Modell mit viel Bewegungsfreiraum war. Hallöchen. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Ja, nun... Natürlich, Guybrush Threepwood. Du bist der, der mich hier eingesperrt hat. Ja, weißt du, ich wollte... Nein, ich will nichts hören. Das war die beste Zeit meines Lebens. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken, weißt du? Nachzudenken über die Dinge, die wirklich zählen. Ich weiß nicht, ob du es in Betracht gezogen hast, Sohn. Aber lebendige Begräbnisse sind hier in der Karibik kein ungewöhnliches Ereignis. Das wusste ich nicht. Nicht zu erwähnen die Piratenüberfälle und tödlichen Seekämpfe. Riesige, menschenfressende Reptilien. Gefährliche Treibsandgruben.